Mit Blair Witch VR für die Oculus Quest ist für 29,99 € ein weiteres Horror-Game im Oculus Quest Store gelandet, von dem ich euch heute meinen ersten Eindruck vermitteln möchte. Ihr wollt nichts mehr verpassen zur Oculus Quest 2 und zur Oculus Quest? Dann abonniert diesen YouTube-Channel, die Zockstube, und euch entgehen garantiert keine Reviews und Tests mehr zu diesen beiden VR-Headsets. Außerdem empfehle ich euch diese Infokarte, da findet ihr Reviews zu allen Anwendungen auf der Oculus Quest alphabetisch sortiert, damit ihr immer einen perfekten Überblick behaltet. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Blair Witch VR für die Oculus Quest. So, da sind wir im Startbildschirm zu Blair Witch. Die Anwendung ungefähr 4 GB groß, das solltet ihr auf jeden Fall im Blick haben. Bevor ihr das auf eure Oculus Quest installiert, hat jetzt doch ein Ticken was gedauert, bis sie runtergeladen war. So, Spiel wird mit Kopfhörern empfohlen. Das kann ich mir vorstellen. Für die besonderen Schreckmomente. Ich bin echt gespannt, was das hier für eine Kategorie von Horrorgame ist. Stehendmodus, freie Bewegung, Komfortmodus, nein. Peicher. Was sollen wir da mal peichern hier? Was ist das? Soll das speichern heißen? Peicher. So, Einstellungen, Audio, Gameplay, Steuerung, VR-Einstellung, Seite Stehendmodus, freie Bewegung, Tunneleffekt bei Bewegung, Vignette, Bewegungssteuerung, Headset, bevorzugte Hand, links. Zweite Seite, Tunneleffekt bei... Okay, ich habe hier schon so ein Hecheln. Wow! Ich bin... Ohne Scheiß, ich bin nur im Homebildschirm. So. Gut, wir machen jetzt einfach mal ein neues Spiel. Lass uns ein bisschen überraschen. Ah, super cool. Also auf jeden Fall schon mal ein storygetriebenes Game. Irgendwas will es uns erzählen. Zu den lokalen Nachrichten, es gibt weiterhin keine Hinweise auf den Verbleib des 9-Jährigen. Laut Augenzeugen trug der vermisste Junge zuletzt ein grünes T-Shirt und eine Kappe. Die lokalen Behörden stellen momentan einen Suchtrupp zusammen, um in den Black Hills ihn zu finden. Es handelt sich um den jüngsten Vorfall der Serie von vermissten Fällen hier in der Gegend. Der Text, der ist ein bisschen schnell, also den kriegt man so, ja. Also ich kriege den nicht vorgelesen in der Zeit. Ah, da ist er. Oh, das sieht jetzt hier echt schön aus. Aber klar, ist alles eigentlich nur ein Video, ne? Aber das ist hier, macht hier schon Spaß, gerade zuzugucken. Das ist... ist schön. Prolog. Dein Telefon klingelt. Greife es. Oh, das ist ein neues Handy, oder? So, was muss ich jetzt machen? Ah, so kann ich. Jess, hey. Yeah, it's, ja, schön von dir zu hören. Ich hätte nicht gedacht, dass du anrufen würdest. Ja, ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Wir stecken wohl beide voller Überraschung. Also, was treibst du gerade? Hast du von diesem vermissten Kind gehört? Ich schließe mich der Suche. Ach, wir suchen jetzt nach dem Kind. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Weißt du was, vergiss es einfach. Du hast recht. Ich hätte nicht anrufen sollen. Nein, Jess, warte, ich bin froh, dass du angerufen hast. Hör zu, ich bin fast da. Ich rufe dich später zurück, okay? Also wir sind hier gleich in einem Wald. Ja, wir sind vorsichtig. Okay. Also Free Locomotion mit Snap Turn. Also auf jeden Fall kann man hören, in welche Richtung der ist da. Leider englische Sprachfassung, das wäre jetzt natürlich noch der Hammer gewesen. Oh nee. Okay. Let's find this kid. Anthony, solltest du endlich damit aufgehört haben, dir in die Hose zu pissen und dich doch noch dazu entschlossen haben, aufzukreuzen, dann wirf einen Blick in den Kofferraum, darin liegt ein Funkgerät für dich. Ich lege dir außerdem noch ein Foto des Kindes bei, nach dem wir suchen. Du erreichst Sheriff Lanning auf Kanal 2, wenn du bereit bist, dich uns anzuschließen. Guck mal, hier kann man den Hund streicheln. So, okay. Kanal 2. Sorry, Anthony. First come, first served.
Yeah, I'll call Landing once I'm in the forest. Okay. Not now. So, jetzt haben wir das hier verstaut. Channel 2 müssen wir anrufen, aber er macht, wenn wir im Wald sind. Ich würde meinen, wir sind schon im Wald. Können wir hier alles aufmachen? Nee, ne? Nee, das war jetzt gerade nur so ein vorpräparierter Kofferraum. Also atmosphärisch hier ganz gut, aber ja. Ja, man sieht halt, ne, das sind hier flache Texturen, aber trotzdem ist es gerade cool von der Stimmung. Dokumente werden in einem Notizblock verstaut. Du kannst in jeder Zeit. Ach, guck mal, hier haben wir dann den Notizblock. Wir können uns das nochmal wieder angucken. Ein Bild von ihm, okay. Gut, wir sammeln jetzt hier gerade irgendwie Indizien oder was? Was ist das? Das habe ich schon wieder. So, das ist das. Zusammenfassung: Peter Shannon wurde am 15.09.1996 als vermisst gemeldet. Untersuchung. Der Polizist wurde von Laura Shannon, Peter Shannons Mutter, über das Verschwinden ihres Sohnes informiert. Die erste Untersuchung ergab Folgendes. Peter wurde zuletzt am 15. September um ca. 11.20 Uhr gesehen, als er sich auf dem Weg zum Haus seines Freundes machte. Mrs. Shannon hat ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ja, cool. Haben wir hier noch, können wir den Donut? Oh, guck mal hier. Wieso kann ich den nicht essen, verdammt? Können wir hier malen? Oh ja, guck mal. They had the whole forest covered. Tatsache, das ist ja cool. Eine Rakete. Mit Düsenantrieb. So. Okay. You found something, buddy? Oh, guck mal, der hat eine Flasche gefunden. We're not leaving that laying around, right, boy? Was auch immer die Flasche jetzt sollte. So, und da müssen wir lang. Der Hund zeigt uns immer so ein bisschen, wo wir lang müssen, habe ich den Eindruck. Also, hier lang, was ist das? What is this? Im Spiel kannst du deinem Hund Befehle geben, versuche die Pfeile zu greifen. Sie wird Bullet automatisch rufen. Die Pfeife. Was sind die Pfeife? Da. Bullet! Hier! Ach, guck mal, hier können wir auswählen. Komm her, boy. Komm her, boy. Come on, look around, boy. Jetzt können wir ihm sagen, dass er was suchen soll. Was hat er denn hier gefunden? Boah, atmosphärisch ist das hier gerade Bombe. Wenn auch grafisch nicht ganz so toll. Was ist das für ein Foto? Okay, ist hier wahrscheinlich, genau, ist jetzt auch wieder hier drin. Hier. So, was können wir dem jetzt sagen? See if you can find something, buddy. Jetzt hier durch. Oh ja, können wir aufmachen. Und dann da durch. Come on, Bullet. Okay. Let's go find this kid. Ladebildschirm. Und der nächste Storyteil. Ah, der Wald ist groß. Ah, da ist das Zeichen vom Blair Witch. Kapitel 1, in den Wald. So, da ist der Köter. No point in waiting any longer. Es hat keinen Sinn länger zu warten, rufen wir Lanning an. Alles klar, wir haben jetzt hier das Walkie-Talkie. Dann können wir hier den Channel 2 anmachen. Und dann rufen wir ihn an. Close to base. You copy? Tell us. What are you doing out here? Joining the search party. Tell us. Wenn Sie glauben, dass Sie verpflichtet sind, hier zu sein, dann irren Sie sich. Ich meine, ich weiß, dass es sein Bruder ist, aber wessen Bruder? Sir. Ich bin nur hier, um zu helfen, das ist alles. That's all there is to it. Sir. Ich werde es nicht vermasseln, nicht dieses Mal. Okay, sind wir Polizist oder was? In Ordnung, Sie sind die Nachhut. Stellen Sie sicher, dass wir nichts übersehen haben. Roger that. Over now. Okay. Machen wir unsere Arbeit. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier finden können.
Macht auf jeden Fall jetzt so auf den ersten Blick richtig einen coolen Eindruck. Auch hier so die Atmosphäre durch den Wald zu gehen. Was mir jetzt gerade aber so ein bisschen auffällt, ist, es ist wirklich sehr schlauchartig. Ne? Also ihr könnt jetzt hier nicht ein Stückchen nach links, ein Stückchen nach rechts gehen. Ihr könnt euch natürlich umgucken, aber das Level an und für sich ist jetzt hier gerade ein absoluter Schlauch. Bin mal gespannt, wie sich das hier weiter in dem Game verhält. Na, ihm jetzt mal... Das können wir auch sagen, hier. Oh, nee, nicht da, nicht das machen. Alter! Wie bist du denn drauf? Also, der Hund, der ist ja mal von der Belichtung, passt der hier nicht ganz rein. Ah, jetzt. Wir sehen, die Belichtung des Hundes hat sich angepasst. Wo ist er denn? Hinten. Also die Geräuschkulisse, die ist... Ach du Scheiße, hier soll ich durch. Bullet, wait up! Was passiert? Bullet. Abseits ausgetretener Pfade, Kapitel 2. Sind wir jetzt hier... Ach, da oben sind wir jetzt runtergefallen. Ja, das ist nicht gut. Wo ist denn Bullet? Kommen wir hier wieder hoch? Ich gehe einfach jetzt wieder zurück zum Auto und dann fahren wir zurück. Haben wir Herzprobleme? Get a grip, Ellis. We got this. Giving up now. Also wir hören jetzt hier Herzklopfen und unsere Sicht zittert jetzt hier bewusst. Okay, calm down, Ellis. Everything's fine. It's all in your head. Everything's fine. Was haben wir hier? Können wir hier nicht sehen? Warum ist hier alles dunkel? Ellis, the base. Yeah, go ahead. You got anything so far? No, nada. Well, any ideas on where I should start? Just look around. We might have missed something. Over and out. Boah, ist das eine Geräuschkulisse. Leute. Und so richtig räumlicher Sound. Also, dass man hört, der Sound, der kommt von oben. Was denn? Hey, 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 Jess. Alles in Ordnung, du klingst alles andere als gut. No, it's, I'm fine. Alles unter Kontrolle. Under control. Ja, hört sich nicht so an. Nee, wir... I said I'm fine. Oh Gott, wir drehen schon durch. Wir schreien unsere Schwester an oder Freundin oder... Now listen. Ich glaube, ich habe etwas gesehen. Ich muss auflegen. Ich melde mich später wieder bei dir. Ich meine, war jetzt auch schon 2 Minuten her, dass wir mit der telefoniert haben. So. So, jetzt haben wir kein... Habt ihr gesehen, das Symbol? Wir haben keinen Empfang mehr auf dem Handy. Sehr nebelig hier gerade, ne? Wir kommen runter. Also atmosphärisch ist das hier wirklich top. Richtig top. Wir folgen jetzt mal dem Hund. Der hat ja wohl die Fährte aufgenommen. Hier gibt's ja so viel zu erkunden noch. Is that a campsite? Ein Zeltlager, okay. Haben wir zu essen? Opfer ist hier, ist keiner da. Looks damaged, but relatively new. Probably not something a 9-year-old could set up. Haben wir hier. Oh, eine Kamera. It's pretty beat up, but yeah, I think it still works. Das verlassene Lager. Komm, das Kapitel machen wir noch. What did I? Sind wir jetzt hier eingeschlafen? Ach, guck mal, das ist aber nett. Haben wir eine Taschenlampe mitgebracht. Jetzt sind wir hier mitten in der Nacht im Wald. Sehr cool. Ja, jetzt ist... Oh, was haben wir denn jetzt hier? Haben wir das jetzt gesehen, oder? How did it end up back here? There's a tape inside. Might as well see what's on it. Was ist das denn?
So, jetzt können wir uns das nochmal genau angucken. Wir können hier echt spulen. Warte mal, oder? Spulen nochmal zurück. Ach, da spielt der Junge. Und der Junge spielt da rechts. Okay. Ja, Bullet. Warum guckt Bullet da hoch? Der Hund macht mich wahnsinnig. Was haben wir hier? FM 2176. Kampfvorschrift. Na toll. Zuerst Hexen und Flüche und jetzt was? Ein Militärkommando? Commando. Oh, da steht, wie man ein Reh ausweiden kann. Oder ein Elch oder was weiß ich. Ja, jetzt hier im Dunkeln ist das natürlich extrem. Und ihr fragt euch sicherlich, wie sind denn jetzt hier die Schwarzwerte? Aber damit kann ich dir nicht helfen. Ich habe nicht mit dir gesprochen, Siri. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie die Schwarzwerte hier auf der Quest 2 sind. Und ich finde, die sind in Ordnung. Sind jetzt... Ach, Handy. Ich habe keinen Empfang. Ich finde die... das ist jetzt kein Beinbruch hier bei dem Spiel. Die Dunkelheit, die wirkt trotzdem sehr extrem. Und hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Natürlich wäre auf der Quest 1 alles ein Ticken dunkler gewesen durch das OLED-Panel. Aber hier das LCD-Panel macht auch einen guten Job. I know, buddy. I know. Da hängt eine Riesenspinne. Was ist das für Geräusche? Oh, hier. Hier liegt überall Müll rum. Höre auf Bullets bellen und beobachte seine Körpersprache. Er ist der Erste, der dich vor Gefahren. Okay. Anscheinend haben wir da eine Gefahr. Ja, ich wüsste es nicht. Pass auf, ich gehe jetzt mal da durch. Klar, Gefahr, schön und gut. Was war das? Warum haben wir jetzt... Oh, jetzt haben wir was anderes in der Hand. Okay, wir müssen hier tatsächlich weiter. Ja, nachts im Wald. Sehr, sehr geil. Und irgendwas Abgefucktes geht hier ab. Ich hätte gerne eine Schusswaffe. Aber wir sind ja mehr oder weniger hilflos. Wir sind schon wieder hier? Leute, wenn jetzt gleich nichts passiert, dann muss ich diesen ersten Eindruck leider beenden, ohne dass wir jetzt hier weiterkommen. Ich hänge gerade ein bisschen. Wir rennen hier die ganze Zeit im Kreis. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Blair Witch VR für die Oculus Quest haltet. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich habe, um mal zu meiner Meinung zu kommen, mir jetzt eher was Jumpscarigeres vorgestellt. Ich vermute einfach, das ist wieder meine Hand, dass wir... noch nicht so weit sind, dass das aber kommen wird. Die Atmosphäre, die ist mega gruselig. Warum guckt der Hund schon wieder da hoch? Die Atmosphäre ist auf jeden Fall mega gruselig. Und hier durch den Wald zu laufen, das ist echt kein Zuckerschlecken, kann ich euch sagen. Ob das Spiel 29,99 € wert ist, kann ich euch nicht sagen. Also von der Optik ist es so mittel, würde ich sagen. Das ist jetzt auch auf keinen Fall irgendwie Quest 2 optimiert. Das ist hier 1:1 läuft das so auf der Quest 1. Da habt ihr sogar noch bessere Schwarzwerte, damit es im Wald dunkler ist. Aber so muss ich sagen, macht das Spiel seine Aufgabe ganz gut. Also deswegen muss ich jetzt erstmal sagen, auch wenn ich jetzt gerade hier ein bisschen hänge und mich das ein bisschen abnervt, ich finde Blair Witch jetzt auf den ersten Blick macht dieses Spiel seine Aufgabe sehr, sehr gut, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle optisch einfacher gehalten ist. Ich glaube, da könnte auch die Quest 1 ein Ticken mehr. Aber das tut der Atmosphäre gar keinen Abbruch. Also aus meiner Sicht eine solide Anwendung, die zu Recht ihren Weg in den Oculus Quest Store gefunden hat. Eure Meinung bitte in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen.
Das war mein erster Eindruck von Blair Witch VR für die Oculus Quest. Ihr wollt nichts mehr verpassen zu Oculus Quest 2 und zu Oculus Quest. Dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Außerdem schaut doch mal in diese Playlist. Da findet ihr Videos zu allen Anwendungen auf der Oculus Quest 2 und der Oculus Quest. Wenn ihr darüber hinaus die Chance haben wollt, eine Oculus Quest 2 zu gewinnen, schaut mal in dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke an meine Unterstützer und schaltet auch zum nächsten Video der Zockstube ein. Ciao Leute!